Du wolltest gerade echt von hinten grätschen. Ja, bist du einer, ja? Okay. Ich habe gedacht, bevor. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Play. Bei mir ist Motrip. Yes. Lieber. Bis es. Hast du denn FIFA 18 viel gespielt? Viel nicht, aber doch durchaus gespielt. Dass du schon der Meinung bist, du bist in der Lage, mich hier zu... Ja, bring mir FIFA 12 und ich bin noch am Start. Teamauswahl. Ich gehe mal davon aus, du hast es schon so ein bisschen vorbereitet. Es geht um Bayern gerne. München, ne? Ja, gerne eigentlich. Dann bleibe ich bei Barcelona. Okay. Und ich halte es als nächstes, aber das ist dann, da hoffe ich, sind wir uns einig, wir wissen uns nicht besser als der Trainer, oder? Wie meinst du jetzt? Sorry. So. Okay. Okay, gut, kein Thema. Das ist vielleicht dein rettender Strohhalm, an dem du dich glaubst. Ja, ich werde auch jetzt versuchen, dich die ganze Zeit von der Seite so voll zu quatschen. Wen habe ich denn jetzt auf dem Platz, ey? Ja, lass dich überraschen. Das sind ja Regeln hier bei Backspin Play, muss ich sagen. Das sind keine Regeln, das sind einfach die miesen Tricks, mit denen ich arbeite. Kannst du damit leben? Ja, ich kann damit leben. Okay, alles klar. Ich kann damit leben. Nicht, dass mir nachher hier Klagen kommen. Nein. So, ich probiere es mal aus. Viel Glück, gutes Spiel. Danke, dir auch. Geh los. So. Man munkelt, dass ich mit Barcelona ab und zu in Schönheit sterbe. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht. Also du passt so viel und trickst ein bisschen rum, oder was machst du? Ja, auf jeden Fall. Zu der Zeit hatte ich schon geführt, ne? Oh, das ist ja scheiße. Abseits. Das war kein Absatz mehr vorher. Oh, so, was danke. Für ein Pass. Das steht ja auch manchmal richtig im Weg. So, Rodriguez, zeig mal, was du kannst, Junge. Ah, hier haben wir noch den besten Torhüter. Naja, nach mir, mein Freund. Also nichts gegen Ter Stegen auch. Der hat eine super Ey, Form. Der spielt aber gerade ja, richtig stark. Super Form, das stimmt. Das kann man vom Neuer leider momentan nicht behaupten. Da auf Ach, der Bank. Lächerlich. Ja, ich erzwinge manchmal diese Fouls, indem ich so einen Trick mache und du dann einfach nur mit reinläufst. Aber was bringt dir der Freischuss da? Das zeige ich dir jetzt. Mein Guck mal. Boah. Ja. Habe ich gesehen. Bayern ist halt auch echt eine Macht. Vor allem meine Abwehrspieler, die liebe ich halt alle. Da ist das. Oh, fast das 1 zu 0. Nee, war ich dran, ne? Mhm. Ja, auch eine gute Freistoßvariante. Da haut er sich manchmal den Ball selber ins Tor. Da habe ich hier eine Unterstützung. Ach komm. Ich bin doch nur 1,50 in der Mitte. Da ist das 1-0. Aber hast du gesehen, diese bringt manchmal den zweiten Spieler zu rufen. Ja, ich habe schon gesehen. So, ich sag 2-0, Halbzeit ist noch drin. Ja, okay. Ja, schon mal da ist es sogar. Was macht denn der da hinten? Alter, Ribéry, Bruder. Abseits, nein. Naja. Torschuss, oder? Ja. Ecke. Ne, ich glaube, du warst das. Ah, Ecke. Ach so, du machst diese Moves, dann noch einen Spieler nehmen, ja? Ein ganz gefuchster. Wow. Hey. Alter. Oh. So eine Tore machst du da, ne? So eine. Ist, am Ende ist mir egal, Hauptsache das Ding ist drin. Oh. Guck mal, kein 2-0 zur Halbzeit schon mal. Schon mal ein halber Sieg, würde ich sagen. Ja, würde ich sagen. Also du bleibst hinter den Erwartungen. Aber ich mache jetzt mal hier eine kurze Coaching. Darf ich? Ja, mach was du willst. Du bist also, ja noch schlimmer. Du machst das nie, sowas? Nee. Okay. Weißt du warum? Also ich weiß nicht warum, aber ich weiß schon mal, dass du vielleicht deswegen oft verlierst. Aber warum machst du das? Weil ich mir denke, ich weiß es eh nicht besser als der Trainer. Ja, aber der Trainer stellt ja auch mal um. Also komm, umstellen wird ja wohl noch erlaubt. Umstellen sein. Ist in Ordnung. Ich stelle zum Beispiel gerne Martinez als zweiten Sechser auf. Und mach so eine. Oh, Alter. Der hätte gesessen. Mach so eine Tore, ne? Ja, doch, der hätte gesessen. Da ist es. Hab ich. Tor! Foul. Ah, aber da ist in das Tor gefallen. Fuck. Oh, das ist auch ein bisschen offen jetzt hier. Ja, aber nicht bei Ter Stegen. Ich will dir noch einen von der Ferne reintrümmern. Hast du mal ein Match gegen mich gewonnen? Also, um das mal hier nochmal auszuweiten, das Thema. Ich befürchte nicht vor Kamera, auf jeden Fall. Achso, du willst also damit jetzt behaupten, dass... Ja, du weißt ja noch damals, als wir das eine Nachmatch gespielt haben, dass ich 4-1 gewonnen habe. Ja, ich erinnere mich. Kannst du dich daran erinnern? Danach sind wir aufgewacht. Schön. Samba! Schön, Jungs.
Klasse, auf euch Verlass. Keine. Ach. Ich bin aber auch der König darin, in der letzten Minute noch ein Tor zu schießen. Jetzt stehen lassen, ne? Oh, und dann so ein Scheißding. Du weißt, was jetzt kommt, ne? Entweder Tor oder Gretsch. Scheiße. Ich würde sagen, Tor. Ja, ist okay. 2-0 war das. Hey, ja, Mann. Sorry, ja, ist okay. Ist okay. Ich muss ja auch gestehen. Aber du wolltest gerade echt von hinten grätschen. Ja, nicht so einer, ja? Okay. Ich hab gedacht, bevor ich jetzt 2-0 kassiere. Den Elfer machst du auch. Ach, das ist doch scheiße. Okay, Glückwunsch. Danke. Und ich muss wirklich sagen, auch da verdient. Ich habe gegen Motrip 2-0 verloren und muss sagen, es war einfach ein hochverdienter 2-0-Sieg, bei dem ich nicht wirklich die Chance auf ein Tor hatte. Danke, Mann. Ja, sehr gut. Hat sich gut angefühlt. Super geil. Und war auch einfach faktisch, ne? Ja. Ach, scheiße. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass du dabei warst. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Peace. Backspin.